Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man einen zweiten Monitor an ein Windows-System, hier Windows 10, anschließt. Zunächst mal haben wir hinter am PC meistens so einen Grafikkartenbereich, entweder hier oben oder hier unten. Da war das bisherige Kabel dran, das nennt sich HDMI-Kabel. Dieses hier, HDMI, das hat links und rechts zwei solche Nasen, wo darauf geht. HDMI. Das hier sind solche, an einer Seite ist der eckig, gerade, und dann geht er so schräg rüber. Und den habe ich gerade das Kabel gekauft, das ist ein älterer Monitor. Den steckt man dann, man schaltet der PC aus und schließt den einfach mit an. Das ist grafikkartenabhängig, gibt es hier verschiedene Steckplätze, DVI-Kabel. Jetzt habe ich das Kabel ja schon runtergelegt. So sieht dieser DVI-Stecker aus. Da gibt es verschiedene Versionen. Man nimmt immer beim Monitoranschluss den hier, der hinter rechts so ein volles Display, voll gepinnt ist. Da muss man mal aufpassen, da gibt es verschiedene. Wie gesagt, immer den nehmen, der an der Seite so eine Längslasche drin hat und dahinter so ein komplettes Array voll. Dann schalten wir unseren Rechner ein. Jetzt passiert Folgendes. So, und jetzt schalten wir unseren Rechner ein. Dann läuft er schön hoch. Und jetzt passiert dann Folgendes. Jetzt kommt einer von beiden Rechner als quasi Monitore als Standard erstmal hoch. Ihr seht den, den habe ich neu angeschlossen. Der sagt zunächst mal hier Bootmenü. Jetzt haben wir unser Windows da. Der weiß noch, dass das mein letzter zuletzt mein Rechner war. Im Homeoffice. Jetzt sehe ich beide Rechner. Das ist der, wo ich zuletzt benutzt habe. Da geht mir jetzt drauf und sagt auf dem Rechner rechte Maustaste ganz unter dieses Anpassen oder Anzeigeeinstellungen. So, und da sehen wir jetzt zwei Monitore. Auf diesem kleinen schönen Bild sehen wir zwei Monitore. Jetzt geht man hin und sagt identifizieren. Das führt dazu, dass jetzt die 1, die steht jetzt, ich weiß, hier ist links was und rechts was und hier steht jetzt die 1. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass das andersrum ist, dass die 1 rechts ist. Mal identifizieren, da steht sie unter dran, da. Jetzt muss ich hingehen und muss den so oben so verschieben. Das obere muss man verschieben. Jetzt identifiziere ich es nochmal, tue es dann anwenden. Und jetzt hat es zur Folge, dass wenn ich meine Maus hier rüber bewege, dann kommt sie da drüber nämlich wieder raus. Es gibt noch einen schönen kleinen Trick. Man kann auch den Mausbereich verändern, indem man quasi so das nach oben schiebt. Dann hat es zur Folge, dass man nicht überall mehr rüber kann. Da oben, wenn ich jetzt hier oben bin, dann bleibt die Maus stehen, sondern sie geht nur noch da unten rüber und kommt dann da oben rein. Aber meistens lässt man das, wie gesagt, gleichzeitig oben. So, und wenn man jetzt einen von beiden anklickt, wenn ich hier anklicke, dann kommt hier unter die Auflösung vom Monitor. Das ist so ein kleiner alter Monitor. Und noch was Wichtiges, man kann sagen, der soll erweitern. Das heißt, wir sind links und rechts habe ich zwei Monitore. Hier habe ich beim Duplizieren sehe ich beide gleich. Hier sehe ich zwei verschiedene. Hier sehe ich. Ja, und jetzt habe ich den dann rüber eingestellt. Das ist ja, wie gesagt, mein Standard hier, wo ich habe. Den kann ich auch von mir aus auf 100 einstellen. Was ich aber zeigen wollte, war, dass wenn man jetzt zumacht und man macht Word auf, irgendwas, ja, macht das Word 1 auf und schreibe fette 1 rein, dann kann ich mir diesen Monitor, das kann ich jetzt mir schnappen, kann das da rüberlegen, kann das quasi auf groß schalten und kann hier mit einem anderen Dokument weitermachen, mit Excel oder so, kann hier meine Bearbeitungen machen, kann hier jetzt also irgendwo hübsch was rechnen und immer wenn ich was nachschauen will, dann gehe ich darüber und gucke mir das da drüber an. Muss jetzt halt nur die Helligkeit ein bisschen einstellen. Das wäre der ganze Trick und man kann das einfach so rüberziehen, dann ist das wieder da und das hat eigentlich Windows ganz gut gemacht, Microsoft großes Lob. Also kann man sehr zufrieden sein. Das sind die Einstellungen vom einen zweiten PC. Muss ich sagen, funktioniert besser als gedacht. Eine Einstellung haben wir hier noch hier unten, so schöne. Bei der Taskleiste kann man hier beim Taskleisten Manager
kann man sagen, was möchte man alles auf dem anderen sehen, ja? Und ich möchte, dass auf dem hier nur die Sachen sind. Ich möchte nicht beide Leuchter sehen hier, beide gleich, sondern ich möchte nur da unten mehrere Bildschirme. Ich möchte nicht, dass er alle Taskleisten anzeigt, sondern nur die Taskleiste mit geöffnetem Fenster auf dem Haupttaskleiste, die da. Ich möchte nur, dass er die anzeigt auf dem hier. Jetzt sieht man, da ist die so schön zusammengeschrumpft und da bleibt sie vollwertig. Also so möchte ich es an sich haben. Dann sehe ich immer, wenn ich jetzt mein Word aufmache, wenn ich jetzt mein Word nehme und docke das dann rüber, schiebe das darüber, dann sehe ich auch, dass da unten das Word da ist. Das ist der ganze Trick dabei, mit dem man so arbeiten kann. Da sieht man hier nur diese kleine Leiste und hier hat man immer das Große. Und da kann man jetzt natürlich nur so Kleinarbeiten machen.